Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dyson Sphere Program. So, wir schießen wieder die Raketen in die Höhe, um die Dyson Sphäre zu bauen. So, wir haben hier ein Treibstoffproblem gerade, das sich aber hoffentlich in Bälde lösen wird. Okay, Deuterium-Mangel. Beziehungsweise nicht Mangel, doch, Mangel. Es ist einfach ein Mangel. Shit. Ja, hilft eh nichts. Können wir dann nicht ändern. Wichtig ist, dass uns die Energie nicht ausgeht, was jetzt gerade nicht mehr der Fall ist, aber was kurzzeitig der Fall war. Moment. Oh Mann. Ich hoffe, man hört das nicht. Unter uns wird gerade gearbeitet. Am Feiertag. So, wir wollen jetzt mal eine Akkuproduktion bauen. Oh Mann, das hört man sicher. Tut mir leid, da kann ich leider nichts machen. Die schleifen da unten gerade den Boden ab. So. Das könnte man dann hier hinbauen vielleicht. So, da haben wir genügend Platz. Ich vergesse immer, was wir brauchen. Die Magneten und Eisen. Die Magneten hier schon irgendwo? Ne, die kann man ja sonst nur zur Deuterium Fuel Rod Produktion. Ja, wir könnten hier abzweigen vielleicht. Jetzt müssen wir mit dem Zeug nach oben. Weit nach oben. Was ist das hier für eine... Da kommt... Ich würde mal sagen, da kommt nicht mehr genug. Das ist das Förderband hier. Da kommt zu wenig. Da müssen wir mal nachlegen. Auch wenn es gar nicht so notwendig ist. So. Ein bisschen mehr Kohle. So, unsere Magneten sind schon da. Quantenchips halten sich gut. Vielleicht haben wir endlich einmal für Zeit lang genug von denen. Aha, Photon-Combiner sind auf einmal so wenig, vorher war das Förderband noch voll. Sehr komisch. Oh, wir haben hier zu wenig Glas, weil zu wenig Stein. Okay, ja, können wir jetzt nicht ändern. So, wo sind wir denn hier? Da sind wir. Ach, das ist gerade erst gebaut worden. So. Viel werden wir gar nicht brauchen davon. Ich meine,
Ehrlich gesagt reicht da einer. So, jetzt brauchen wir nur noch Eisen. Wie lange brauchst du für einen? 5 Sekunden. Oh. Ja, dann müssen wir das so machen. Bitte schön. Mist. Falsch gebaut. Eisen. Das ist nicht blöd. Wo kriegen wir hier wieder Eisen her? ...8,82 Öl pro Sekunde. Hey, aber hier ist der Öltank voll. Aber hier das Öl nicht mehr verbraucht wird. Okay. Weil hier zu wenig Stein ist, oder besser gesagt gar kein Stein mehr ist. Und wir damit Säuremangel haben. Oh oh. Ah doch, der haut noch ein bisschen Stein raus. Wieder Stein. Aber das wird doch auch. Nee, das wird doch geliefert. Gut, wir brauchen jetzt erstmal Eisen. Dann werfen wir den hier wieder an. Oh! Oh, wir haben es, glaube ich. Ich glaube, wir haben es. Aber dann wieder was eine neue Herausforderung. Ja, gut. Wo kriegen wir Eisen her, bitte? Gut, wir können es uns natürlich selber produzieren. Aber wir müssen, da werden wir nicht drum rumkommen. Prozessoren nach wie vor. Gut. Planefilter werden mehr. Das ist auch gut. Titanglas ist trotzdem zu wenig. Und zwar haben wir jetzt zu wenig Wasser hier. Wow. Also irgendwas ist doch immer. Aber wir haben ja noch Wasserpumpen. Bitte schön. Viel zu wenig Wasser. Okay. Bezüglich Eisen. Also so, wir brauchen da nicht so viel. Remote Demand. Nö, schwarzes Zeug, schwarzes Zeug, schwarzes Zeug, da ist Eisen. Wir haben es geschafft. Hier ist ihr Eisen. Das muss ich von hier gleich mal. Warte mal. Ah, ich Idiot. Wir brauchen sie nicht hier, wir brauchen sie woanders. Wir brauchen sie da herum. Da muss es hin. Wir sind. Warte mal, wo geht's denn hin? Hier hin. Hier ist auch Eisen noch.
Ah, das können wir uns von. Gut, dann greifen wir es von hier ab. Haben wir schon produziert. So, du brauchst mehr als 1 pro Sekunde, aber das macht nichts. Das kriegt der hier hin. So, und da sind wir auch schon. Nee. Das ist... Oh, warum? Dass wir nicht so viele Akkus produzieren müssen. So. Und jetzt, der ist unter Transport. Und warum ist der unter Transport? You have built a powerful energy exchanger and can use it to quickly fill the accumulator with the surplus electricity in the grid. You can also release the electric energy stored in the full accumulator with the same speed, with a stable logistics guarantee. It can continuously supply the grid with power. Achso, da muss die Akkus natürlich auch rausschmeißen. Da kommen sie schon, leere Akkus und... Zack. '21, '22, '23, '24, '25, '26. Der braucht nur 6 Sekunden, um einen Akku zu laden. Und dann wandert er hier raus. Und schon haben wir... gefüllte Akkus, ohne dass wir da solche Farmen aufbauen müssen. Natürlich, wenn man so schnell so eine Farm aufbaut und genug Kapazität hat, um die zu versorgen, kann das natürlich schneller sein. Aber dafür müssen wir es halt händisch machen. Wir müssen es händisch aufbauen, händisch wieder abbauen. So werden die hier jetzt nonstop produziert. Und wie kann man das hier genial einsetzen? Wenn wir auf einen anderen Planeten gehen, vielleicht so ein Fall. Man, da haben wir sicher genug solcher Fälle. Keine Ahnung, auf welchen wir hier zu Hause sind. Ah, auf den hier. Gut, der hat 100% Windkraft und 72% Solar. Das ist nicht so schlecht. Oh, hier ist viel Windenergie und viel Solarenergie. Da könnte man sowas aufbauen. Also Akkuproduktion oder leere Akkus hierher liefern. Und die hier nur aufladen. Haben wir hier was? Hier zum Beispiel. Wenn man hier was bauen will. 40% Wind, 52% Solar. Und natürlich, man könnte auf Kohle zurückgreifen. Aber wenn es hier auch wenig Kohle gibt, wie produziert man dann hier Energie? Ausreichend, wenn man was Großes aufbauen will. Mit dem hier. Man baut ein paar Akkus dorthin, stationäre. Dann liefert man die vollen hin. Baut dort ebenfalls einen Energy Exchanger, setzt ihn auf Discharge und der nimmt die vollen Akkus, entlädt sie genauso schnell, also auch in 6 Sekunden, nehme ich mal an. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Und lädt das in die stationären Akkus rein. Und schon hat man hier wahnsinnig viel Energie zur Verfügung. Wobei wahnsinnig viel. Ich meine, 45 Megawatt ist schon einiges. Wenn man mehr braucht, baut man den zweiten. Oder dritten, wie viel man halt braucht. So, wir müssen jetzt mal schauen, wo unsere Säure herkommt. Schauen wir mal, wo der Lieferservice dafür ist. Das hier. Ah ja, hier ist er.
ist auch gerade ein Schiff zurückgekommen. Die liefen das auch irgendwo hin, okay. Da kommt Eisen. Wir haben hier wohl irgendein Problem. Eisen und Dings, okay. Gut, Eisen haben wir hier. Was war das andere, was fehlt? Platinen, also Kupfer. Natürlich. Für Platinen. Platinen haben wir hier. Ah, hier sind wir bei den Forschungsstationen. Wir haben offensichtlich zu wenig, ne? Komm schon, fliegt mal wieder los. Also allein das macht dir schon Sorgen, ne? Die fliegen überhaupt nicht mehr los, um die Säure zu holen. Also weiß ich gar nicht, wo der herkommt. Da nicht. Okay, von hier vermutlich. Säure. Okay, sie auch noch auf den einen scheinbar. Müssen wir wohl hier hin. Oh, da ist gerade einer losgeflogen. Der holt gerade Säure. Mhm, gut. Warte auf uns, wir kommen mit. Hier, da haben wir eh gerade überholt. Oder? Ja. Mhm. Oh ja, da kommt wenig Säure. Kommt hier so wenig. Aber wir haben hier nur zwei Pumpen stehen. Okay, ah, jetzt ist es klar. Einfach mal verfünffacht. Das wird jetzt hoffentlich genügen. Auf geht's. Ein Schiff ist schon wieder auf dem Weg. Energie haben wir ja genug. Vielleicht sollte man dann noch mehr machen.
Aber Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!